scuba too. Und damit einen wunderschönen guten Tag. Mein Name ist Beam und ich heiße euch herzlich willkommen zu meinem... Na doch, Let's Play kann man schon sagen. Sagen wir es mal, Let's Play Sims 4 an die Arbeit. Ich weiß noch nicht, ob ich jetzt jeden Tag eine Folge dazu machen kann, aber ich dachte mir, jetzt mit der Erweiterung, die jetzt rausgekommen ist, wo wir jetzt auch unsere Sims und so weiter... Ach du hier, lass mich doch mal reden hier, komischer Hans im Glück hier. Meine Fresse, gleich nochmal auf die Fresse hauen hier, Sekunde, gemein. Kämpfen. Los geht's. Auf jeden Fall ist jetzt das Erweiterungspaket rausgekommen. Wollte ich mal mit euch zusammen einfach mal angucken, wie es denn so ist, ne, wo wir jetzt auch unsere Sims auf Arbeit verfolgen können. Leider gibt es jetzt gerade ein kleines Problem. Und zwar hatte ich ja Windows neu installiert und ich trottel, das ärgert mich richtig dolle, Leute. Habe leider die Datei nicht gesichert, unseren Spielstand. Und deswegen habe ich jetzt wirklich 3 Stunden oder so ein bisschen was vorbereitet, so dass wir jetzt hier ansetzen können. Und ja, es ist halt ein bisschen was passiert in letzter Zeit, Leute. Wie man sieht, ich habe wieder ein bisschen zugenommen. Hans im Glück ist mittlerweile auch ein bisschen älter, hängt jetzt auch bei uns rum, aber ich werde euch gleich auch zeigen, wo und wieso und so weiter. Und Dina hat mich leider verlassen. Ne? Unsere gute Dina, die ist nicht mehr meine Frau, sind geschieden und nur noch Bina ist bei uns. Alter! Das war übelst laut. nur noch Bina ist bei uns, also unsere erste Tochter, und unsere restlichen Kinder an Bina alle mitgenommen. Ne? Und mit dem letzten Geld, was ich noch hatte, ne, gut, wir haben noch... Ich mach nur Scheiße gerade. Aber ich bin mitgekommen, Hans im Glück. So, auf jeden Fall haben wir jetzt ja unsere neue Hütte. Naja, was heißt letzte Geld? Ich habe 100.000 Simoleons noch. Wir müssen jetzt ja auch ein bisschen Geld haben, damit wir jetzt hier die ganzen Sachen ausprobieren können mit dem Erweiterungspaket. Und ich habe jetzt einfach so ein bisschen das jetzt neu konstruiert. Also ich habe jetzt Bina, musste ich halt auch nochmal neu erstellen. Hans im Glück muss ich auch nochmal neu erstellen. Mich hatte ich Gott sei Dank noch. Ne? Also mit mir können wir es ja einfach weitermachen. Ich hoffe, das ist okay, dass wir jetzt einfach so machen, wie gesagt, das ist ja irgendwie plausibel, ne? Dina hat mich verlassen, ich bin jetzt ein bisschen dicker geworden, weil ich ja ein bisschen deprimiert und traurig war, und Bina lebt noch bei mir, sozusagen, ne? Jo, dann zeige ich euch mal die Hütte, die ich jetzt hier habe. Da muss ich aber dazu sagen, die habe ich nicht selber gebaut. Moment, ich einfach mal Baumodus, oder? Mal Baumodus, und ich kann einfach hier mit Tab. Moment, ich mach mal nach oben. So, guckt mal, Leute. Das ist nämlich ein sehr, 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 sehr schönes Haus und ja, die habe ich selber gebaut. Also, das Einzige, was ich eigentlich hier selber gebaut habe, ist dieser Pavillon. der Rest ist von Sims Fabrik. Das ist ein YouTube-Channel von einem Typen, der Häuser baut und so weiter in Sims 4. Der zeigt auch immer, wie er es gebaut hat, macht so irgendwie Let's Build und so weiter. Ich hau euch mal den Link zu diesem Channel in die Videobeschreibung rein und da könnt ihr euch angucken, was für Häuser er gebaut hat. Er hat richtig krasse Scheiße schon gebaut und unter anderem auch das hier. Ich glaube, das heißt irgendwie Curved oder Curved House oder irgend sowas in der Richtung, ich weiß es nicht. Ich finde es ganz cool, von außen sieht es sehr geil aus und innen, dann musste noch ein bisschen was überarbeiten, damit das alles passt, aber das dürfte jetzt in Ordnung sein. Was ich wirklich selber gebaut habe, war dieser Pavillon. Den habe ich selber gebaut, habe ich ungefähr eine halbe Stunde für gebraucht. Kein Scheiß, hat wirklich lange gedauert, habe ich ein bisschen erweitert sozusagen, und das ist sozusagen das Zuhause vom Hans im Glück, ne? Also das war eigentlich der Gartenpavillon gewesen, aber der hat sich jetzt hier einfach eingenistet, der sagt, das heißt, Hans im Glück gehört jetzt mit zum Haushalt, ne? Ist aber nicht mit Bina zusammen oder so, also ich hoffe es zumindest nicht, ich mag den Typen ja nicht, also das würde mich übelst ankotzen, ich denke aber nicht, dass da was läuft, das würde mich sehr, sehr irritieren. Ich meine, so ein hübsches Mädel, ne? Also wenn die was mit Hans und Glück im Laufen hat. So gut, Leute, soviel erstmal zur Einleitung, ne? Also nochmal große Entschuldigung, das war wirklich ein sehr dummer Fehler, dass ich die Datei nicht mehr habe, die Speicherdatei. Ich habe jetzt wirklich viele Stunden investiert, um das ein bisschen zu rekonstruieren, dass es plausibel ist und dass wir jetzt hier weitermachen können. Und die Erweiterung jetzt hier antesten können. Wir können nämlich jetzt wirklich unsere Sims auf Arbeit verfolgen und dort steuern und so. Und das würde ich mir gerne mit euch zusammen angucken. Ne? So. Schön, wunderbar, freue ich mich. Da würde ich gleich mal sagen, wir legen mal los. Also es gibt auf jeden Fall irgendwie 3 Jobs, die man jetzt verfolgen kann. Und man kann auch einen eigenen Laden eröffnen. Und das würde ich natürlich gerne alles mal ausprobieren. Und genauso gibt es jetzt auch noch so ein kleines DLC. Das kam schon ein bisschen eher mit diesem Outdoor-Leben. Da kann man jetzt irgendwie in Urlaub fahren und campen und so weiter. Das können wir gerne auch mal ausprobieren. Muss man einfach mal gucken. Muss man einfach mal schauen. Obutor
Ich vermisse aber wirklich ein bisschen die Diener. Müssen wir mal schauen. Vielleicht können wir es ja über die Zeit. Vielleicht können wir es ja wieder zurückerobern, Leute. Ich weiß es nicht. Ich muss auch mal wieder ein bisschen Sport machen. Ich bin wirklich übel zugenommen. Ich habe halt nur noch gefuttert, wo sie mich verlassen hat. Ich weiß es nicht. Sie ist halt so Frustessen gewesen oder so. Aber da müssen wir vielleicht auch mal wieder was gegen machen. So gut, Leute, aber ich würde mich jetzt gerne auf das Add-on konzentrieren, beziehungsweise auf das Erweiterungspaket. Ergo, wie wäre denn jetzt einfach mal Jobauswahl machen? Ich habe mir auch schon überlegt, was ich werden möchte. Ich werde hin und wieder trotzdem mal noch streamen, denke ich, beziehungsweise so Videospielturniere werde ich teilnehmen. Da bin ich auch wieder Level 10 und so, das ist alles kein Problem. Ne? Ich meine, einmal pro, immer pro im Videospielen, aber wir gucken jetzt mal. Bestreben, Karriere muss ich gehen, Karriere einschlagen. Ich heiße übrigens jetzt nicht mehr Beam Beam, sondern Sebastian Beam. Ne? Damit jetzt auch die Letzten meinen Vornamen wissen. Also ist ja kein Geheimnis mehr. So, Leute, gucken wir mal. Karriere für Sebastian wählen. So, da haben wir jetzt hier Arzt, Polizist oder Wissenschaftler. Also da, wo diese Koffer sind, das sind die Karrieren, die wir verfolgen können. Da können wir also quasi mitmachen, ne, und selber steuern. Die restlichen leider noch nicht. Also müssen wir mal gucken. Ich hoffe natürlich über die Zeit, dass das noch irgendwie nachgeliefert wird. Und da muss ich jetzt überlegen, also Polizist will ich nicht werden, Wissenschaftler auch nicht. Ich glaube, dass ich ein sehr, sehr guter Arzt bin. Ja. Wer wäre nicht gerne für die Gesundheit und das Wohlbefinden anderer Sims verantwortlich? Ein Arzt, der auf dem Gebiet der Medizin die Karriereleiter erklimmen kann, wird mit Objekten wie einer Chirurgenstandlampe und einem lebensgroßen Skelett zur Dekoration seines Eigenheims belohnt. Um weiteren Anreiz zu schaffen, kannst du deine eigenen OP-Kittel und Patientenkleider freischalten, damit du auch zu Hause Doktor spielen kannst. Völlig falsch. Aber nee, ich denke, Leute, also, ich meine, es gibt vielleicht noch ein, zwei Leute, die mich schon ein bisschen länger kennen und die kennen meinen Surgeon Simulator Let's Play. Ich bin der geborene Arzt und der geborene Chirurg. Ich werde Arzt. So. Dum dum. So, dann haben wir noch zwei weitere Jobs, die wir raussuchen könnten. Und eigentlich wollte ich jetzt so machen. Mit Bina würde ich sehr, sehr gerne einen eigenen Laden eröffnen, wo sie so Instrumente, Klavier oder, weiß ich nicht, Gitarren und so weiter verkauft. Finde ich eigentlich ganz passend bei ihr. Und Hans im Glück, weiß ich noch nicht, was wir machen wollen. Also entweder Wissenschaftler oder Polizist. Und da würde ich einfach mal sagen, ich lasse euch das entscheiden. Ich werde eine kleine Umfrage machen. Den Link gibt es in der Videobeschreibung. Das wird irgendwie, ihr müsst mal Videobeschreibung aufklappen. Bei Strappool, wie das heißt. Und da könnt ihr einfach voten und das, was gewinnt, also Wissenschaftler oder Polizist, das wird dann unser Hans im Glück. Ne? So, mit Bina muss man überlegen. Mit Bina würde ich einfach einen Laden dann aufmachen. Das könnten wir eigentlich auch gleich dann jetzt schon ausprobieren. Wollen wir das jetzt schon machen? Oder wollen wir erstmal noch ein bisschen kurz hier das Haus erkunden? Und das ist eigentlich, ich mache nochmal ganz kurz, dass ihr das Interieur noch ein bisschen seht von dem Haus. Da hat sich der von Sims Fabrik, der Betreiber, sehr, sehr, sehr viel Mühe gegeben. Ist wirklich sehr, sehr schön geworden. Gerade von außen sieht es halt richtig episch aus. Ja, vor allem mit dem Pavillon. Das ist aber echt so schlecht, ey. Ich habe den Pavillon wirklich eine halbe Stunde gebraucht, Leute. Ist eine sehr, sehr geile Hütte, finde ich. So, das hier ist eigentlich das Zimmer von der Bina. Wir müssen hier irgendwo auch noch ein Klavier reinstellen und so. Das müssen wir da mal noch machen irgendwie. So, hier ist so ein kleines Arbeitszimmer. Das ist ganz cool. Das müssen wir vielleicht auch noch ein bisschen upgraden, damit ich auch noch ein bisschen zocken kann. So, hier können wir trainieren. Hier haben wir nochmal ein kleines Bad, aber nur so mit einem kleinen Waschbecken drin. Hier haben wir ein richtig cooles Bad mit einer geilen Badewanne. Wunder, wunderbar. Das sieht alles gut aus. Und hier ist dann mein Schlafzimmer. Ich find's schön. Und hier ist wirklich noch Platz für eine zweite Person. Also ich bin ein bisschen alleine, fühle ich mich, muss ich ehrlich sagen. Und ja, meine Stimme ist ein bisschen im Arsch. Ich habe halt schon sehr, sehr viel aufgenommen. War jetzt relativ spontan noch, dass ich jetzt Sims 4 noch aufnehme. Bitte ich dazu entschuldigen. Aber gut, Leute, wisst ihr was? 20.30 Uhr, wollen wir jetzt den Laden mal schnell kaufen? Wollen wir den Laden kaufen oder wollen wir... Nee, wir müssen was. Den Musikladen, den machen wir dann später auf. Ich würde jetzt einfach mal... What the fuck? Bina... Warum machst du denn sowas? Na gut, ich hab's ja nicht gesehen. Ich bin ja gerade wieder oben und mach gerade wieder irgendwas, ich weiß es nicht. Wo bin ich denn gerade? Da bin ich. Okay, ich mach gerade sauber. Wisst ihr was, ich kann mal noch ganz schnell was zu essen vorbereiten. Im Anschluss werde ich mal einen kleinen Cut setzen. Und wir sehen uns, sobald mein erster Arbeitstag losgeht. Hm? Ich denke, das ist so eine ganz coole Idee. Also, bis gleich. Ach ja, ich mach, ich hab Bock auf Macaroni. So. Dum dum. So, Leute, machen wir weiter an dieser Stelle. Alter Schwede, das ganze Haus wackelt, wenn ich hier langlaufe. Es ist unglaublich, es ist wirklich unglaublich. So, ich werde mal ganz schnell was futtern, ne, für die Figur. Und ich glaube, wir müssen dann auch gleich auf Arbeit. Ich gucke nochmal, wann der Dienst losgeht. In 2 Stunden, okay. Und was müssen wir?
Wir müssen idealerweise konzentriert sein. Haben wir hier irgendwo ein Schachbrett oder so? Haben wir irgendwo ein Schachbrett ansonsten? Ich weiß gar nicht mehr, wie man sonst noch konzentriert. Das habe ich leider vergessen. Habe ich wirklich leider vergessen. Schachbrett, Schachbrett, Schachbrett. Ansonsten kaufe ich mal noch ganz schnell eins. Nee, habe ich nicht. Okay, wisst ihr was, Leute? Das mache ich mal noch ganz schnell. Das geht ja wirklich fix. Dum, dum, dum. Also noch Schach eingeben. Klavier müssen wir dann später auch noch unbedingt holen. Das darf ich nicht vergessen. Für die Biene. Nehmen wir einfach mal das hier und hauen das irgendwo, wo es nicht so sehr stört. Ich hau es mal hier auf den Teppich erstmal drauf. Ist es nicht die schönste Stelle, ist aber erstmal egal. Wir wollen arbeiten gehen. Wir wollen das jetzt ausprobieren, Leute. Ich will euch das ja auch zeigen, wie das gemacht ist und so. Ich will es ja auch selber sehen. Dann schulen wir noch ganz gut. Und so Kleinigkeiten können wir uns dann später kümmern. So, nehmen wir einfach mal den hier. So, ne, wisst ihr. Und doch, das ist schon okay. So. Dann bitte weiter, bitte weiter, bitte weiter. Aktion überdenken. Das müssen wir eigentlich uns konzentriert machen, oder? Ich hoffe zumindest. So, haben wir noch immer Hunger? Ich guck mal. Ne, wir müssen dann vielleicht nochmal aufs Klo gehen oder so. Ja, wir sind konzentriert. Wunder, wunder, wunderbar. So, die Schicht im Krankenhaus von Sebastian beginnt. Jetzt soll Sebastian alleine zur Arbeit gehen oder möchtest du mit? Ich würde gerne mitmachen. So, wunderbar, hat er hingehauen vom Timing. Freue ich mich. So, klinische Orientierung. Willkommen, Sebastian Biem, in einer aufregenden und lohnenden Karriere auf dem Gebiet der Medizin. Wenn man neu in dem Job ist, braucht man eine Weile, um sich mit den Örtlichkeiten, den anderen Sims und den Verantwortlichkeiten vertraut zu machen. Wenn Sebastian seine Fähigkeiten einsetzt und sich mit Hingabe und Leidenschaft ans Werk macht, wird er es zweifellos weit bringen. Ja. Ich kann mir ja glatt vorstellen, wenn ich wirklich hier Chirurg werde, dass ich dann irgendwann ganz alleine bin und alle anderen sind tot oder so. Ich weiß es nicht. Ich werde mir Mühe geben. Ich werde mir wirklich Mühe geben, Alter. Oh, diese Wampe. Ich habe so die unglaubliche Wampe. Das ist der Wahnsinn. So, wie ist denn das jetzt hier? Arbeitstag endet um 15 Uhr. Hände zur Desinfizierung waschen. Okay, dann machen wir das mal. Waschbecken, Waschbecken, Waschbecken. Wo haben wir denn ein Waschbecken? Hier. Hände waschen. So, zwei Kollegen sollen wir auch begrüßen. Einen habe ich schon begrüßt. Hallo. Hallo, Marina Palm. Ja, mal gucken. Wen haben wir hier? Jens Lamberts. Okay, dann sagen wir dem mal noch Hallo. Fröhlich vorstellen. So, das haben wir schon gelöst. Wunderbar. Und drei Patienten soll ich begrüßen. Ja, momentan sind ja noch keine. Ah, nö, ich sag doch nicht dem. Ich sag ja der Frau erstmal noch Hallo. Wer ist denn das? Hallo? Aber das ist nicht. Wer ist denn das? Alexa Paulus, okay. Nimm, nimm, nimm. Okay, jetzt haben wir ihm schon Hallo gesagt. Egal, egal, egal. Der netten Dame können wir später immer noch Hallo sagen. So, was hätten wir? Einen Kollegen nach seinem Tag fragen. Nach Tag fragen. So, hier, komm. Abbrechen. Das sieht ganz schön arrogant aus. Ich mag den jetzt schon nicht. Oh, das ist so einer so, ich bin Doktor, ich bin Doktor, ich heile Menschen, ich rede nicht mit Menschen, die keine Menschen heilen können, ich weiß es nicht. Ja, der ist unsympathisch hier, aber die ist ganz nett. Ich bin ja auf der Suche, Leute, ich bin auf der Suche, das habe ich mir jetzt auch eingestellt. Ich suche nach einer neuen Beziehung, das ist mein größter Wunsch. Ich will unbedingt eine Frau kennenlernen wieder. So, was haben wir als nächstes? Mit einem Kollegen über die Arbeit reden, okay. Über Arbeit reden? Jo. Drei Patienten begrüßen. Da sind ja noch keine Patienten da. Bislang geht's allen gut, so wie es aussieht. Und was wir auch wieder machen müssen, Leute, ist unbedingt, dass ihr wieder Sims erstellt, dass ich euch hier wieder einziehen lassen kann und so. Also wenn ich das jetzt weiterführen sollte. Ne? Also denkt bitte auch an den Daumen dann und denkt an Feedback und so weiter. Wenn ich sehe, ihr habt Bock drauf, dann würde ich mich wieder ein bisschen mehr auf Sims konzentrieren. Ich habe halt wirklich gerade sehr viel Projekte am Laufen. Also kann auch nicht versprechen, dass es jetzt täglich kommt. Aber ich wollte zumindest wieder ein bisschen erstmal wieder spielen, auf jeden Fall. Müssen wir mal gucken, wie wir das machen. So, beim Kollegen über die Arbeit beschweren. Das machen wir mal bei ihm hier. Nein, nein, nein. Alter, was macht denn der da? Das ist ja der Wahnsinn. Oh, das will ich auch machen. Darf ich auch? Nee, ich kann es nur verbessern. Okay, da muss ich wirklich erst aufsteigen, bevor ich sowas machen darf, wie es aussieht. Ich bin ja wirklich nur der letzte Hampel hier, der letzte Hampelmann. Und da kommen die ersten Patienten. Okay, Leute, wisst ihr was? Dann machen wir aber erstmal an dieser Stelle Schluss hier. Bevor der Arbeitstag weitergeht, wie gesagt, denkt bitte an den Daumen, denkt bitte an Feedback, wenn ihr wirklich mehr davon sehen wollt. Ich habe momentan halt wirklich nicht so viel Zeit, da ich im Alter.
Ich komme angerollt. Ich habe wirklich momentan sehr viele Projekte gleichzeitig am Laufen. Aber es haben sich ja viele Sims gewünscht und an die Arbeit hatte ich jetzt auch Bock drauf und so. Und deswegen das jetzt mal erstmal zum kleinen Reinschnuppern. Ich würde aber sehr gerne noch ein bisschen mehr dazu machen. Ich kann noch nicht versprechen, ob ich es täglich hinbekomme. Aber wenn ich merke, ich habe Bock drauf, dass da jetzt noch mehr kommt und so, dann wird auf jeden Fall die nächsten Tage immer mal wieder vielleicht eine Folge kommen. Ne? Das auf jeden Fall. Und denk bitte an das Voting, ne? Abstimmen, was man mit Hans im Glück machen, ob er Wissenschaftler oder Polizist wird. Ich fände ja so ein schmieriger Polizist irgendwie bei ihm auch passend. Ein Wissenschaftler, so ein Verrückter, würde auch gut gehen. Und mal gucken hier, wie das mit den Patienten wird. Ich glaube, die werden mir alle wegsterben. Zumindest später, wenn ich da eine wichtige Rolle habe. Mal gucken wir einfach mal. Also Leute, bis zur nächsten Folge dann. Macht's gut. Tschüssi.